Risikomanagement und digitale Sicherheit, gehalten wird er von Frau Rodrian. Guten Tag. Und Herrn Viersbach. Hallo. Ja, schönen guten Tag, auch von meiner Seite. Guten Tag. Ja, an die Gäste, die einen Smoothie gerade einnehmen und natürlich an Sie alle hier. Schön, dass Sie da sind. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen hier auf der CeBIT 2017 und natürlich herzlich willkommen hier bei uns am Brother International Stand. Wir möchten Ihnen jetzt ganz kurz was zum Thema digitale Sicherheit erzählen. Dazu werde ich jetzt in drei unterschiedliche Rollen schlüpfen. Meine erste Rolle ist die Rolle eines Kleinunternehmens. Danach werde ich die Rolle eines Mittelständlers einnehmen und zu guter Letzt in die Rolle einer Kommune schlüpfen. Dabei überlege ich natürlich dann im Zuge der umfangreichen Digitalisierung, wie ich es nun schaffen kann, meine Dokumente sicher, ja, sehr einfach, schnell und natürlich gesetzes- und Compliance-konform, ja, zu digitalisieren und wie ich da natürlich mit meinem Unternehmen agieren kann. Das Ziel ist es natürlich, bestimmte, ja, Prozesse, die ich gleich mit Ihnen durchgehen werde, ja, zu optimieren und die natürlich dann auch zu, einfach zu verbessern. Stellen Sie sich vielleicht einfach mal vor, Sie haben diverse Dokumente und genau auf diese Dokumente möchten Sie zu jeder Zeit und an jedem Ort zugreifen können. Natürlich möchten Sie auf diese Dokumente sicher zugreifen können und Sie möchten sehr, ja, schnell, einfach, einfache Handhabung und alles soll natürlich auf dem aktuellen Stand sein. Sprich, Sie wollen immer das aktuellste Dokument wirklich schnell griffbereit haben. Genau das ist mit FoxDocs möglich. Szenario 1. Ich bin die Rolle eines kleinen Unternehmens, sprich, ich bin jetzt in einer Unternehmensberatung tätig, habe 12 Mitarbeiter und ich möchte jetzt meine gesamten Organisations- und Büroabläufe optimieren und natürlich aufeinander abstimmen. Das heißt, ich möchte digitaler werden, aber ich möchte natürlich auch den Anforderungen meiner Kunden und natürlich auch gleichzeitig den Wünschen meiner Lieferanten entsprechen. Herr Viersbach, genau jetzt kommen Sie ins Spiel. Wie kann ich das denn machen mit FoxDocs? Ja, hallo Frau Rodrian. Das ist schön, dass Sie uns gefunden haben, denn wir haben eigentlich genau die passgenaue Lösung für Sie. Wenn Sie sich heute mit dem Thema beschäftigen, Digitalisierung von Unterlagen, aber insbesondere die Aufbewahrung von elektronischen Unterlagen oder auch von gescanntem Papier, dann stehen Sie heute vor der Herausforderung, ja, ich bekomme viele digitale Dokumente, das wird nicht gerade weniger, sondern es wird mehr. Ihre Kunden, aber auch Ihre Lieferanten fordern bei Ihnen die Akzeptanz digitaler Unterlagen. Und wenn Sie dann mit Ihrem Steuerberater als kleines mittelständisches Unternehmen sprechen, dann taucht da dieses Zauberwort auf, GOBD-konform. Ja, lassen Sie mich Ihnen das gar nicht aussprechen, was das heißt, aber im Wesentlichen bedeutet das, dass Sie in der Lage sein müssen, halt digitale Dokumente auch digital langzeitstabil und sozusagen Revisionssicherheit abzulegen. Ja, und wir haben für Sie im Prinzip eine Lösung, die gleichzeitig sofort entsprechend zertifiziert ist. Das heißt, wir haben im letzten Jahr eine entsprechende PS 880-Zertifizierung durch ein renommiertes deutsches Wirtschaftsinstitut herbeigeführt, was Sie mit FoxDocs in die Lage versetzt, Frau Rodrian, all Ihre Dokumente, insbesondere auch digitale Dokumente, die Sie bekommen, halt ganz einfach gesetzeskonform hier abzulegen. Und daraus haben wir eine Kooperation mit Brasa gestartet, die uns in die Lage versetzt, in Kombination mit einem Scanner und FoxDocs Ihnen hier wirklich eine tolle Lösung halt zu zeigen, respektive auch anzubieten. Was heißt das eigentlich? Ihre Verträge, Ihre Rechnungen, Ihre Lieferscheine, all Ihre Dokumente können Sie in diesem Kombi-Bundle sozusagen ganz einfach schnell digitalisieren. Sie haben eine perfekt aufeinander abgestimmte Bürokommunikation und arbeiten dort über den Scanner in Ihren Ordner, in Ihre FoxDocs-Account hinein und haben so eine strukturierte Online-Ablage, die Sie natürlich vollkommen und selbstständig administrieren können. Wenn wir uns mal dann anschauen, was nutzen eigentlich unsere User am liebsten, was sind also die meistgenutzten Funktionen und auch die nützlichsten Funktionen, dann sagen uns unsere User, naja, das Erste ist erstmal genau, ich habe jetzt endlich eine Möglichkeit, digital und online revisionssicher Dokumente langzeitstabil abzulegen. Ich habe die Möglichkeit einer Volltextsuche, weil die Dokumente werden einer OCR unterzogen und Sie können wirklich nach Punkt, Komma und einzelnen Elementen über all Ihre abgelegten Dokumente suchen. Sie haben eine Dokumentenvorschau, Sie brauchen also nicht irgendwie das Quellprogramm. Wenn Sie eine Excel-Datei ablegen, können Sie auch online, übrigens auch mobil, überall, wo Sie gerade sind, Zugriff auf die Datei haben und auch im Flieger können Sie sich das Dokument offline sozusagen dann ansehen und sogar auch bearbeiten.
Eine Versionierung stellt sicher, dass Sie immer aktuellste Versionen der Dokumente halt in Ihrem Cloud-Account haben und darauf natürlich auch zugreifen können, auch auf die älteren Versionen. Wenn es also eine Versionierung gibt mit Vorgängerversionen, sehen Sie auch ältere Versionen des Dokumentes. Natürlich haben Sie die Möglichkeiten, über einen sogenannten PC-Klienten alle Dokumente auch nochmal auf Ihrem PC sozusagen als Kopie gespiegelt abgelegt zu haben. Mobilität ist Ihnen, Frau Rodrian, als erfolgreiche Kleinunternehmerin sicherlich auch wichtig. Das heißt, Sie sind viel unterwegs und brauchen damit auch einen Online-Zugriff. Und hier haben wir für Sie natürlich auch die entsprechenden Apps für iOS und für Android, für Smart-Devices, wie halt ein Smartphone oder auch ein Tablet zur Verfügung. Ja? Und am Ende des Tages können Sie darüber auch eine entsprechende File-Sharing-Funktion nutzen. Das heißt, Sie können Eingangsrechnungen ganz einfach zu Ihrem Steuerberater übermitteln und mit dem Steuerberater teilen. Und darüber hinaus bekommen Sie dann auch eine automatische Posteingangsbenachrichtigung, wenn Sie zum Beispiel aus Ihrer Peripherie, zum Beispiel von Ihren Mitarbeitern, entsprechende Dokumente über diesen Weg halt geteilt bekommen. Schauen wir mal weiter. Ich habe Ihnen hier mal einen Screenshot mitgebracht, der zeigt Ihnen die Foxtalks-App auf Basis eines iPads. Frau Rodrian ist gerade unterwegs auf Geschäftsreise zur CeBIT, bekommt einen Anruf und braucht jetzt mal Zugriff auf eine bestimmte Eingangsrechnung. Sie startet ihr Foxtalks, sieht hier schon in dem entsprechenden Ordnerstruktur Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen und klickt dann ganz einfach hier auf die Eingangsrechnungen. Der Ordner öffnet sich und sie sieht auch schon die gesuchte Rechnung von Bergmann und Walter in einer kleinen Voransicht. Das reicht natürlich nicht, weil Frau Rodrian möchte genau in die Rechnung reinschauen. Kein Problem, sie klickt nochmal auf die Rechnung und bekommt die Rechnung dann auch entsprechend voll angezeigt und kann so entsprechend der Anfrage aus Ihrem Unternehmen oder möglicherweise auch von Ihren Lieferanten hier sofort und einfach tätig werden. Damit aber nicht genug, Frau Rodrian kann also nicht nur konsumieren, sondern sie kann auch ganz konkret am Dokument arbeiten und in dem Falle hier, wir sprachen eingangs über die wichtige Funktion der Revisionssicherheit. Sie kann sozusagen auch online im Zug auf dem Weg sozusagen zu CeBIT hier dann dieses Dokument Rechnung Bergmann und Walter mit dem Merkmal Revisionssicherheit versehen und das dann bis zum 31. Dezember 2027 sozusagen einfrieren. Das heißt, bis Ablauf des Datums kann dann das Dokument auch nicht verändert oder gelöscht werden. Das Ganze funktioniert natürlich nicht nur in der App, sondern Sie sehen hier mal einen Screenshot aus dem entsprechenden PC-Klienten. Auch hier haben Sie die Möglichkeit, wie Sie gerade schon gehört haben, darüber hinaus können Sie auch direkt einem kompletten Ordner dieses Revisionssicherheitsmerkmal mitgeben. Und das heißt, wenn Sie automatisch Rechnungen in diesen Ordner hineinlegen und auch Rechnungen reinscannen über den Brazzer-Scanner zum Beispiel, dann haben Sie hier sofort diese Rechnungen dann auch für 10 Jahre entsprechend der Gesetzvorgaben abgelegt an der Stelle. Ja, Herr Fiersbach, da als Chefin einer kleinen Unternehmung hätten Sie mich natürlich jetzt schon definitiv überzeugt. Wie mache ich das denn jetzt, wenn ich in einem mittelständischen Produktionsunternehmen tätig bin? Ich habe 1500 Mitarbeiter. Ich selbst bin natürlich Mitarbeiterin in diesem Unternehmen und möchte jetzt meine Gehaltsabrechnung digital bekommen. Das heißt, ich bekomme mein Geld, mein Gehalt ja auch nicht am Ende des Monats in einem Briefumschlag auf meinen Schreibtisch gelegt, sondern auch digital direkt auf mein Konto. Herr Fiersbach, was können wir machen? Das machen, was wir eigentlich vor circa 50 Jahren schon mal gemacht haben, nämlich ein Bargeld, einen papierhaften Prozess in einen digitalen Prozess zu wandeln. Vielleicht erinnern sich einige von Ihnen noch daran, dass in den 60er Jahren irgendwann mal die bargeldlose Lohntüte eingeführt wurde. Ja, im Ruhrgebiet, die Wiege der Ruhrindustrie, haben große Industriekonzerne halt begonnen, das Geld freitags nicht mehr in der Lohntüte den Mitarbeitern auszugeben, sondern sie haben gesagt, nee, geht mal zur Bank, beschafft euch ein Konto, wir überweisen euch das Geld. Also Geld wurde sozusagen von einem haptischen Wert, was man in der Hand halten konnte, vom Papiergeld zum digitalen Geld. Und jetzt sind wir 50 Jahre später, brauchen wir, um dann auch sozusagen die letzte Bastion, nämlich der papierhaften Gehaltsabrechnung, hier sozusagen zu brechen und hier auch eine gute Lösung halt anzubieten, mit dem wir hier den Prozess, den Sie heute vielleicht aus Ihren Unternehmen kennen, drucken, sortieren, kuvertieren, versenden, verteilen, vielleicht noch mit Porto zu versehen, um die dann an Ihre Mitarbeiter zu versenden oder zu verteilen. Ein sehr kostenintensiver Prozess. Wenn Sie da mal eine Vollkostenrechnung in Ihren Häusern anstellen, glaube ich, dass Sie durchaus bei bis zu 3 Euro Vollkosten heute pro Dokument, pro Mitarbeiter und Monat landen werden.
mit Foxtox verkürzen wir diese Strecke, sondern wir haben hier eben ein Lösungssegment innerhalb von Foxtox, wo wir ganz einfach das hier unten, die manuellen Tätigkeiten, automatisieren und abkürzen können und sie so in die Lage zu versetzen, das Dokument direkt digital in ein sogenanntes Online-Postfach oder in einen Foxtox-Account der Mitarbeiter dann zu versenden. Das birgt wiederum natürlich zahlreiche Vorteile. Für Sie einmal als Unternehmen natürlich, weil Sie verkürzen und digitalisieren einen Prozess, den Sie in den Unternehmen bisher mit sehr großem Aufwand betrieben haben. Vielleicht haben Sie auch Dienstleister im Outsourcing, die die Gehaltsabrechnung für Sie drucken oder versenden. Sie sind in der Lage, hier jetzt digital Dokumente an Ihren Mitarbeiter zuzustellen und Sie können auch Dokumente von Ihren Mitarbeitern empfangen, also zum Beispiel eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Eine tolle Sache, wie uns unsere Kunden bestätigen, die sagen, naja, ist ja eine tolle Geschichte, ich bekomme so ein paar tausend Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen pro Jahr. Das macht mir eigentlich auch Arbeit. Wenn ich die digital bekommen könnte, wäre das eine tolle Sache. Das geht mit Foxtox in sehr einfachster Art und Weise. Und Sie sehen hier unten einer unserer Referenzkunden, das ist die Firma Centis. Vielleicht haben Sie davon ein Marmeladenglas im Kühlschrank stehen. Die machen das schon und sind total begeistert davon und wollen auf keinen Fall auch mehr zurück zu einer papierhaften Gehaltsabrechnung an der Stelle. Auch hier habe ich für Sie dann nochmal einen Screenshot mitgebracht. Wie sieht das eigentlich aus? Sie sehen hier nochmal das iPad und da habe ich dann jetzt als Privatperson, Frau Rodrian ist jetzt in die Rolle der Mitarbeiterin geschlüpft, sie hat jetzt einen privaten Foxtox-Account, der gehört Frau Rodrian, der ist auch ungeachtet ihres Anstellungsverhältnisses zu Brasa und dort schickt Brasa sozusagen jeden Monat dann über eine entsprechende Ordnerstruktur die Abrechnungsbelege, wie auch am Jahresende die Steuerbescheinigung oder die DÜV-Meldungen. Ja. Das heißt aber gleichzeitig, dass Frau Rodrian auch aus diesem Account eben nicht nur ihre Gehaltsdokumente empfangen kann, sondern sie kann jetzt beginnen, für sie sehr wichtige Dokumente in diesen Account eigentlich dann noch mit abzulegen. Das heißt, Ausweiskopien, Versicherungen, eigene, vielleicht Rezepte für Smoothies, die man dann dort auch ablegen kann. Und Frau Rodrian kann dann auch diese Dokumente wiederum mit Dritten, mit ihren Partnern oder auch mit Geschäftskollegen dann halt ganz einfach teilen. Also das, was Sie vorhin schon gesehen haben. Also eine tolle Geschichte, kann ich nur empfehlen, diese Lohn- und Gehaltsabrechnung auf digitalem Wege umzusetzen. Foxtox ist also sowohl für kleine Unternehmen als auch für mittelständische Unternehmen ideal geeignet, Herr Fiesbach. Was machen wir denn nun, wenn ich jetzt in die Rolle einer Kommune schlüpfe und meine Dokumente beispielsweise aus Fachverfahren wirklich digital verteilen will, mit anderen Mitarbeitern beispielsweise? Bei uns in der IT ist tatsächlich oftmals die Rede von Schatten-IT. Das heißt, die Mitarbeiter bei uns möchten gerne diverse Dokumente mit anderen Mitarbeitern teilen oder anderen Personen teilen, laden sich für diese Zwecke wirklich diverse und auch sehr willkürlich irgendwelche File-Sharing-Programme aus dem Internet herunter. Wie kann ich dem entgegenwirken, Herr Fiesbach? Geht das auch mit Foxtox? Ganz genau, wie Sie das schon gerade gesehen haben. Und Frau Rodrian, Sie als Vertreterin jetzt einer innovativen Kommune wollen natürlich auch Ihren Bürgern moderne, innovative, digitale Bürgerservices zur Verfügung stellen. Und das, was Sie gerade gesehen haben mit der digitalen Gehaltsabrechnung, können Sie im Wesentlichen auch dann transformieren aus Ihren Fachverfahren heraus. Wenn eine Kommune aus einem Fachverfahren heraus heute einen Hundesteuerbescheid oder einen Gebührenbescheid an die Bürger verschickt, dann ist das in gleicher Weise möglich, wie Sie es gerade mit der digitalen Gehaltsabrechnung halt gesehen haben. Aus Ihrem Fachverfahren, aus zum Beispiel schon einer vorhandenen elektronischen Akte heraus, können die Dokumente direkt in die Accounts dann der Bürger eingestellt werden. Und auch die Mehrwerte, die Sie gerade für den Bürger gesehen haben, sind hier natürlich dann auch identisch. Das bringt uns natürlich noch auf eine ganz andere Idee, die wir mit Foxtox hier bereits realisiert haben. Denn stellen Sie sich vor, wir sind jetzt nicht das siebte, achte Portal von Lösungen, die wir Ihnen bereitstellen, wo Sie Ihre Dokumente abrufen können, über den Weg eben, dass Sie sich anmelden müssen mit einem Benutzernamen, mit einem Passwort, so wie Sie es auch von Ihrem Online-Banking oder von Ihrem Telekommunikationsbetreiber heraus kennen. Stellen Sie sich doch einfach mal vor, Sie sind jetzt mal in den Mittelpunkt gerückt von diesen Versenderinstitutionen und bekommen eben nicht nur von der Kommune, bekommen eben nicht nur von Ihrem Arbeitgeber, sondern von verschiedensten Versenderorganisationen in Ihren Foxtox-Account Dokumente hineingestellt. Wir brauchen uns das nicht mehr vorstellen. Wir haben im Westmünsterland die erste digitale Region sozusagen jetzt kurz vor dem Rollout. Wir haben hier einen Arbeitgeber, ein großes Möbelhaus, was die Gehaltsabrechnung in Foxtox-Accounts schicken wird.
Wir haben eine öffentliche Verwaltung, wie gesagt eine Kommune, die gerade überlegt, welches Fachverfahren nehmen wir denn. Vielleicht ist es der Hundesteuerbescheid. Wir haben sich noch nicht genau entschieden, mit welchem Fachverfahren sie beginnen werden. Wir haben Energieversorger aus der Region, die ersten beiden, die auch das Verfahren einsetzen werden, um ihre Energieabrechnungen an Privatkunden, aber auch an Geschäftskunden digital in die Foxfox-Accounts dann der Bürger bzw. der Energiekunden hineinzusenden. Und auch die erste Bank hat uns ihr Vertrauen geschenkt, die Volksbank Gronau-Ahaus, die gesagt hat, tolle Geschichte, wir haben heute 90.000 Kunden und müssen diesen 90.000 Kunden bei AGB-Änderungen ein Riesenpamphlet an Dokumenten zur Verfügung stellen. Und mit dem Foxtox-Account der Volksbank Gronau-Ahaus bietet die Volksbank ihren Bürgern sozusagen auch noch oder ihren Kunden noch mehr Werte und nennen deswegen auch gerne Online-Safe. Also der Online-Safe, das Pendant zum harten Safe, wo der Familienschmuck abgelegt werden kann, zum Online-Safe, wo halt digitale Dokumente dort abgelegt werden kann. Betrachten wir nochmal Ihre zweite Anforderung, Frau Rodrian, als Kommune. Kommunen sehen sich natürlich heute auch im Dokumentenaustausch mit Bauämtern, mit Ingenieuren, mit Statikern halt untereinander ausgesetzt. Und aus dieser Not heraus, Sie haben es gerade geschildert, entsteht häufig eine Schatten-IT. Das heißt, Mitarbeiter in den Kommunen, in den Unternehmen greifen aus der Not heraus zu proprietären Lösungen, vielleicht auch die sie gerade im Internet noch herunterladen und dann installieren, um nur mal eine größere Datei, die jenseits von 20 MB ist, von A nach B zu transportieren. Vielleicht im Bewusstsein, vielleicht auch nicht im Bewusstsein, dass sie damit gegenüber den IT-Richtlinien oder den Compliance-Anforderungen ihres Unternehmens verstoßen. Und so haben wir auch schon die erste Kommune, die genau Foxtox als File-Sharing-Lösung nutzt, um hier aus den Fachverfahren heraus Dokumente wie zum Beispiel Bauakten, Statikberichte etc. mit den entsprechenden Parteien halt über Foxtox zu sharen und damit eine compliance-konforme, sichere Lösung für ihre Kommune halt etablieren zu können. Das heißt, für die Kommune liegt hier der Hauptwert natürlich darauf, ich brauche eine Lösung, die sich am besten in Deutschland, mindestens aber in einem europäischen Datenschutzraum bewegt. Wir mit Foxtox sind mit einem deutschen Rechenzentrum hier natürlich unterwegs. Wir sind ein deutsches Unternehmen. Wir legen sehr hohen Wert auf Datenschutz und Sie haben gerade schon gesehen, wenn uns eine Bank und auch bereits eine große Versicherung ihr Vertrauen schenkt, dann sind wir, glaube ich, mit unseren Prozessen ziemlich safe, was der Gesetzgeber hier vorgibt zum Thema Datensicherheit. Datensicherheit, wie Sie sehen es hier nochmal auf dieser Folie, das Rechenzentrum ist in Deutschland entsprechend ISO-zertifiziert. Wir kümmern uns nicht nur heute, sondern auch schon zukünftig um die strikte Einhaltung von Datenschutzverordnungen. Das, was mit der europäischen Datenschutzverordnung hier in 2017 respektive 2018 auf uns zukommt, gibt uns eigentlich nochmal sehr starken Rückenwind, weil wir sehen heute schon, dass wir gerade mit der Ausrichtung von Foxtox hier diese entsprechenden Anforderungen bereits erfüllen. Ja, entsprechende Datenverschlüsselung und natürlich ein Firewall-Schutz stellt auch sicher für Sie, Frau Rodrian, dass Ihre Daten da wirklich sicher und gesund bleiben. Vielen herzlichen Dank, Herr Fiersbach. Das heißt, Foxtox ist sowohl für kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen als auch Konomen wirklich ideal geeignet. Wir dürfen Ihnen jetzt hier unser Bundle vorstellen. Und zwar haben Sie hier wirklich die geballte Kompetenz von Brother und Develop in einem. Bei diesem Bundle handelt es sich um unseren leistungsstarken Netzwerkscanner ADS 2800W und der Foxtox Business DMS Edition für insgesamt 12 Monate. Richtig, Herr Fiersbach? Das ist korrekt. Richtig. Zusammengefasst, was bekommen Sie also bei diesem Bundle? Sie haben eine sehr, sehr hohe Scan-Geschwindigkeit von bis zu 30 Seiten pro Minute beim Simplex-Scannen. Duplex haben wir 60 Bilder pro Minute. Zudem ist es so, Sie können Ihre Dokumente wirklich zu jedem Zeitpunkt an jedem Ort sicher einsehen. Sie haben alle Daten in einem deutschen Rechenzentrum und Sie können dank des Windows-Client Foxtox-Sync wirklich immer schnell auf Ihre Dokumente zugreifen und dank der 48 Favoriten ist das wirklich auch eine sehr, sehr einfache und natürlich auch sehr, sehr simple und unkomplizierte Art, die Dokumente einfach in die Foxtox Cloud hineinzuscannen. Ja, zudem hatte Herr Fiersbach gesagt, und die Dokumente werden alle revisionssicher abgelegt. Auch da natürlich sehr, sehr gut, Herr Fiersbach. Falls wir Sie jetzt irgendwie davon begeistern konnten, Sie können gerne, entweder im Internet unter www.brother.de
www.fox.de/foxdocs auf unsere Homepage gehen oder einfach die Gunst der Stunde nutzen. Wir sind hier gerne vor Ort für Fragen zur Verfügung. Herr Fürsbach und ich, wir stehen hier gerne noch auf der Bühne bzw. neben der Bühne, oder wir können Ihnen anbieten, eine Live-Demo von Foxdocs direkt hier vor Ort bei Brother International am Stand durchzuführen. Zu diesem Zweck bitte einfach hier links zu den Dokumentenscannern gehen. Und dann ansonsten wünschen wir Ihnen natürlich noch weiterhin viel Spaß hier auf der CeBIT 2017 und danken Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.